Mein Name ist Maurice Janich, ich bin Pädagoge und Visualisierungstherapeut und heute spreche ich mit der 13-jährigen Ella. Wir beiden haben miteinander gearbeitet und sie hatte aufgrund der Maßnahmen mit Depressionen und Suizidgedanken zu kämpfen. Liebe Ella, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Danke dir vorab für deinen Mut, den du hier aufbringst und auch für deine Zeit. Hallo. Ella, du bist 13 und dir ging es eine Zeit lang nicht so gut. Erzähl doch mal, warum du zu mir gekommen bist, mit welcher Problematik? Also ich bin zu dir gekommen, weil ich eine ganze Zeit lang Suizidgedanken hatte, wegen Mobbing und wegen halt Stress und weil ich mit mir selbst noch nicht ganz klar kam. Und die Suizidgedanken waren schon relativ heftig, oder? Ja. Gut. Und dann haben wir beiden über einen bestimmten Zeitraum zweimal miteinander gearbeitet und haben, das war ziemlich interessant, wie die Suizidgedanken sich in deinem Kopf gezeigt haben, finde ich. Und daran haben wir gearbeitet. Und wie schaut es denn heute aus mit den Suizidgedanken? Also sie sind vollständig weg, dadurch, dass ich halt gemerkt habe, dass ich sehr vieles ändern kann bei mir und auch in meinem Umfeld. Ja. Prima. Also, Suizidgedanken sind komplett verschwunden und dir geht es seitdem viel besser. Ja. Wie warst du zum Thema Visualisierung oder Hypnose vorher eingestellt? Hast du davon schon mal was gehört oder war das für dich ganz neu? Es war für mich ganz neu. Ich kannte das bis dahin nicht. Und was hast du dir gedacht? Also warst du freudig gespannt, wie das ist? Oder warst du eher zurückhaltend oder hast gemerkt, da blockiert dich irgendwas? Du hast ein bisschen Angst davor. Wie war das bei dir? Ich war freudig gespannt drauf, ja. Und du grinst gerade. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie war die Visualisierung für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du das empfunden? Also ich habe es als ein, wenn man das Erlebnis nennen kann, als ein sehr schönes Erlebnis angesehen. Es war sehr beruhigend, dass man hatte, wo man sich dann konzentrieren konnte. So. Ella, wir haben ja zwei Termine miteinander verbracht, das sagte ich vorhin schon, und haben ganz gründlich und entspannt miteinander gearbeitet. Und dann waren die Suizidgedanken verschwunden und sie sind immer noch verschwunden. Es ist also nachhaltig. Hast du vorher gedacht, dass du eine Therapie besuchen musst und dass das eine lange Geschichte wird? Hast du gedacht, dass es vielleicht gar nicht weggeht? Wie war das für dich? Also ich habe halt am Anfang halt gedacht, schlimm war, dass ich in diesem Zeitpunkt jetzt nicht mehr existiere oder lebe, dass die halt sehr langfristig sein werden. Und ich hätte halt gedacht, dass ich das mit der Therapie weiter, also länger rauszieht, dass man mehr machen muss. So. Und was hast du gedacht, als wir zwei Termine miteinander verbracht haben und auf einmal waren die Gedanken weg? Ich dachte mir dann einfach so, ich war sehr überrascht, weil ich dachte halt wirklich, dass das halt viel, viel länger braucht und dass das nicht so kurz, also in so einer kurzen Zeit weggehen kann. Aber anscheinend ist es möglich. Und ja, ich war sehr überrascht und ich war natürlich auch glücklich drüber, weil ja, nicht freiwillig solche Gedanken, ne? Absolut. Keiner will freiwillig solche Gedanken haben, ja. Ja, es ist wirklich jedes Mal auch für mich wieder beeindruckend, wie gut das funktioniert, wie schnell das funktioniert, wie nachhaltig das funktioniert.
Was ich ganz toll finde, ist, dass du selbst gemerkt hast, wie kraftvoll deine eigenen Gedanken sind und was du da alles machen kannst. Du bist ja auch in der Kraft deiner Gedanken Entwicklungsstätte. Das heißt, wir treffen uns dort einmal in der Woche per Zoom mit ungefähr 15 bis 20 Kindern im Alter von 9 bis 16 ist die älteste aktuell. Und philosophieren gemeinsam über verschiedene Themen. Wir sprechen über Probleme, wir sprechen darüber, wie man glücklicher werden kann, wie man mit Mobbing umgeht, also all die wichtigen Themen. Wie ging es dir mit der Gruppe? Da haben wir, also hast du da einiges für dich mitnehmen können oder hast du da nichts für dich mitnehmen können? Also mit der Gruppe, ich habe sehr vieles für mich mitnehmen können, so als Tipp und Trick, einfach wie ich Dinge besser auf die Reihe bekomme oder lösen kann, Probleme, die ich vorher nicht so gut lösen konnte. Und ich finde es halt auch, wie gesagt, Gruppenarbeiten, ich bin so eine Person, wir machen Gruppenarbeiten sehr viel Spaß, so mit Personen generell so was so zu machen. Ja, das finde ich sehr toll. Das hilft mir auch immer sehr, weil ich hatte auch während der Corona-Zeit, also während wir alle halt zu Hause waren, weil die Schulen halt zu hatten wegen Corona, kamen ja die meisten Suizidgedanken und dann hatte ich auch Depressionen mit, weil ich brauche halt Personen und meine Familie sind zwar Leute, aber ich brauche immer Abwechslung, weil ich bin halt ein Mensch, der sehr, sehr, sehr viel Menschen um sich herum braucht, sonst geht es ihm mit schlecht, ja. Und wir haben uns auch über Werte unterhalten zum Beispiel. Und daher meine ich mich zu erinnern, dass dein Wert Nummer eins Freiheit ist, ne? Und ich meine, wenn man dich zu Hause einsperrt, dann bist du nicht mehr frei. Ja. Was ist denn das, was dir aus der Gruppe am meisten hilft? Dass Leute, dass ich, da dachte ich halt immer, ich wäre die Einzige mit solchen Problemen, dass niemand mich verstehen würde und so. Aber das sind ganz, ganz viele, die auch ähnliche Probleme haben. Und das gibt mir wieder so ein Gefühl, du bist nicht alleine. Es gibt Leute, die das auch gleiche durchleben. Und dass man sich mit diesen Personen auch unterhalten kann, finde ich sehr toll, weil ja, das unterstützt mich sehr und das hilft mir auch sehr. Sehr schön. Das ist extrem wichtig, dass man sich mit anderen Menschen austauscht und dass man weiß, dass man mit seinen Schwierigkeiten nicht alleine ist, sondern dass es vielen Menschen so geht. Ja, definitiv. Und es ist intellektuell eine hochwertige Runde, würde ich mal sagen, oder? Ja, sehr schön. Ella, gibt es noch irgendetwas, was du gern Menschen, die das Interview hier hören, wer auch immer, mit auf den Weg geben möchtest? Eine Sache an, dass wir Eltern anhören und jetzt zum Beispiel wegen ihren Kindern und merken, oh, das stimmt was nicht so, sollen sie sich auf jeden Fall erstmal bei Maurice vermelden, weil er macht ganz tolle Dinge so. Er ist sehr, also es hilft sehr, was er halt sagt und was er halt für Tipps gibt. So bei No Mams war schon mal bei einem. Aber halt nicht lange so. Die haben ganz andere Dinge gemacht, die mit denen du so dachtest, sollen die jetzt hilfreich sein oder nicht so. Deswegen finde ich das ganz toll und an alle Kinder, die mit Problemen sind und so. Ihr seid nicht alleine. Ihr müsst einfach nur nach Hilfe fragen. Wer nicht nach Hilfe fragt, wird für immer wahrscheinlich in den Gedanken bleiben, dass er alleine ist. Und ja. Sehr schön. Ella, danke dir für das tolle Schlusswort. Wir sehen uns nächsten Dienstag in unserem Zoom-Call. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Jetzt danke ich dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so mutig bist, hier mit mir über das alles zu sprechen und wünsche dir erstmal eine wunderschöne Zeit. Dankeschön, dir auch.